Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Datenaustausch zwischen SEMA und RFEM, also das CAD-Programm SEMA und das Statikprogramm RFEM von Global. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde das Webinar heute moderieren. Die Präsentation wird der Bastian Kuhn durchführen. Also er wird den Datenaustausch zwischen SEMA und RFEM Ihnen erläutern, die Features Ihnen auch aufzeigen und so weiter. Auch begrüßen möchte ich den Markus Herböck von SEMA. Er wird, ja, so wie ich, im Hintergrund arbeiten, werden Ihre Fragen beantworten. Wie Sie das machen können, für die, die das erste Mal teilnehmen, zeige ich das gleich nochmal. Ja, Agenda, die ist relativ kurz. Der Bastian wird dann kurz die Features vorstellen und wird dann live in dem Programm am Beispiel eines Einfamilienhauses, das sehen Sie hier rechts, den Datenaustausch zeigen. An der rechten Seite Ihres Bildschirms sehen Sie Ihr Kontrollpanel. Da können Sie Audioeinstellungen vornehmen, wenn Sie uns zu laut oder zu leise hören und hier eine kurze Frage eingeben. Halten Sie sich bitte kurz. Wir versuchen dann die Fragen während des Webinars zu beantworten. Okay, dann gebe ich schon weiter zum Bastian. Ich ändere den Bildschirm, die Bildschirmübertragung. So. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einführung. Herzlich willkommen auch in meinem Namen. Kurz nochmal zu den Inhalten von dem Webinar. Ich werde den Austausch über die Formate .stp, ist ein vom Deutschen Stahlbauverband geregeltes Austauschformat, zeigen für die Stäbe und über das Format .ifc für die Flächen in dem Modell, was Sie hier rechts schon sehen. Es ist auch weiterhin möglich, ein DXF Export und Import durchzuführen, werden wir aber heute hier nicht behandeln. Ich werde einen kleinen Ausblick geben über ein Feature unserer nächsten Kundenversion. Dort wird es die Möglichkeit geben, über den IFC 2X3 Coordination View IFC-Dateien auszutauschen und auch ein analytisches Modell aus dem Physikalischen zu generieren. Das zeige ich dann nachher noch im Einzelnen. Des Weiteren gehe ich dann bei dem Punkt STP-Format auf die Berücksichtigung von Exzentrizitäten ein und zeige auch, was man so beachten muss, um Materialien und Querschnitte zu erhalten. Damit können wir schon direkt in das SEMA-Modell gehen. Das ist also das Modell, was ich heute vorführe, was ich austausche. Ist ein kleines Einfamilienhaus, was mir der Markus zur Verfügung gestellt hat. Da behandle ich diese Flächen hier, die werde ich übergeben, die Sparren und Fetten. Und hier haben wir noch so ein bisschen ein paar Stahlelemente, einfach um zu zeigen, was man da beachten muss. Hier an der Seite haben wir noch ein Doppel-T-Profil mit einer Rundstütze. Dann gibt es ja bereits seit längerem bei der Firma SEMA die Möglichkeit, mit einem sogenannten Stabknotenmodell zu arbeiten. Das ist, wenn man sich das eingerichtet hat, hier unten diese Befehle. Da kann man sich also dieses Exportmodell direkt anschauen, auch schon mit dem physikalischen Modell zusammen. Gut, da kann man jetzt in dem Fall nicht so viel erkennen. Jetzt sehen wir hier, ist also das erste Modell so geschoben, dass das exzentrisch angeschlossen ist, außerhalb der Dachebene. Würde ich mal nur, um das jetzt zu verdeutlichen, hier über die Einstellung von dem Schraubenschlüssel im SEMA die Stabachsen in die Dachebene verschieben. Dafür müsste ich dieses Exportmodell neu berechnen lassen. Fragt er mich auch, möchten Sie es neu berechnen lassen? Und kann dann damit das System in die Dachebene schieben. Mal so rum. Nochmal aktualisieren. So habe ich das gewollt. Also jetzt habe ich die quasi hier in der Dachebene drin. Ist sicherlich eine Möglichkeit, auch ohne die Exzentrizitäten zu rechnen. Ich beleuchte einfach beide Möglichkeiten, was man hier machen kann. Jetzt kann ich also mit diesem Modell in den Export gehen. Zum einen über das DXF, was wir heute hier nicht machen, oder über dieses STP-Format. Hier sagen, okay, exportieren wir das bitte. Hier sind alle Stäbe schon aufgeführt, die ich dann exportiere. Ich zeige dann gleich mal am Beispiel von dem Stahlmodell, dass man da auch einzelne Geschichten ausschließen kann davon. Gehen dann also über Start
rein, exportiert ihr mir das, startet entweder wahlweise das Programm oder jetzt hier für unser Webinar den Explorer, ist gerade auf dem anderen Bildschirm aufgegangen. Habe jetzt hier schon so eine Standardgeschichten, was ich exportiert habe hier in dem Ordner, in dem Bauvorhaben. Kann also das jetzt einmal umändern, das hier könnte ich mal löschen, das ist von heute Morgen, vom Testlauf, und ändere das jetzt mal um in ein Format, also mit der Bezeichnung in Ebene. Nur, dass ich dann nachher weiß, okay, jetzt habe ich die hier in der Dachebene, dann kann ich Ihnen das nachher zeigen, wo so ein bisschen die, ja, die Knickpunkte oder die Knackpunkte dabei liegen. Geht hier nochmal raus. Und Sie haben jetzt hier schon gesehen bei dem Stabknotenmodell, dass jetzt hier an der Seite, da war dieser Stab jetzt gar nicht mitgekommen. Er hat den Hintergrund, dass ich den halt jetzt hier ausgetauscht habe für den Export, dass ich einfach gesagt habe, okay, hier über Ändern, kann ich dann hier bei der Statik sagen, okay, das möchte ich gar nicht in der Statik drin haben, weil ich weiß, okay, wenn ich das hier als normale durchgehende Brettsperrholzplatte generiere, brauche ich diesen Träger gar nicht. Wenn ich es natürlich so segmentiere, wie es jetzt hier vorgesehen ist, dann bräuchte ich den schon. Können wir also wieder reinnehmen. Wir müssen das Statikmodell sowieso nochmal neu rechnen, weil ich ja noch das andere, den anderen Weg aufzeigen möchte. So. Ups. Okay. Leichte Grafikprobleme, wechsle ich mal kurz. So, dann passt es wieder. Okay, jetzt gehe ich halt nochmal rein und zeige jetzt mal, was man macht, wenn man diese Stäbe hier exzentrisch anschließen will. Kann man manuell eine Exzentrizität definieren oder man sagt halt, okay, ich lasse das Programm das ausrechnen dafür. Lass es dann nochmal berechnen, aktualisieren und dann sieht man schon, okay, jetzt schaut es halt so aus. Und das kann ich dann auch nochmal exportieren. Nehme ich auch wieder alle Stäbe mit rüber. Sehen Sie schon, hier hinten ist dieses kleine Doppel-T-Profil geblieben, was ich sowieso nicht benutzen möchte. Und jetzt habe ich hier die beiden Formate und ich habe auch zusätzlich noch ein Knotenmodell von dem Fachwerkträger hier generiert. Das schiebe ich nochmal raus aus dem Bildschirm, brauche ich aber für nachher. Und gehe jetzt mal auf die Flächenmodelle ein. Das werden wir ja mit dem Format IFC austauschen. Da kann man jetzt im SEMA nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Geht man einfach hier über Datei Export rein und sagt, okay, ich möchte das als IFC für den aktuellen Hausgrund, also für alle Daten, exportieren. Und nenne das Exportflächen, ups, CLT. Genau in den, beziehungsweise ich könnte es auch alles in einen Ordner packen, dann habe ich es alles drin. So, weil das ist der Ordner, wo ich auch die anderen Geschichten von eben drin. Und dann exportiert er das. Er exportiert natürlich jetzt hier die Putzwände, alles das, was ich jetzt hier ausgeblendet habe. Alle diese Flächenelemente und auch die Stabelemente werden jetzt hier mit exportiert. Zeige ich dann gleich, was man da macht, um das halt beim Import nicht die komplette Fülle da zu importieren. Das ist dann nicht immer sinnvoll dafür. So, ich kann jetzt nochmal kurz den Explorer reinschieben. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir also das Modell werden wir nachher brauchen, das werden wir brauchen für unsere in der Ebene und aus der Ebene. Und das ist das Modell, was wir jetzt hier eben generiert haben. Mit diesen Informationen gehe ich dann ins RFM. Es ist bis auf diese IFC-Geschichte auch genauso möglich, dieses Dachtragwerk im R-Stab zu berechnen. Ich werde heute das alles im RFM zeigen, weil ich das ja nachher zusammenbauen möchte. Es wäre aber, wie gesagt, auch im R-Stab möglich. Gehe also erst mir rein, sage über Datei importieren, wähle ich mir hier das Format von SEMA.stp aus. Dann gibt es hier sogenannte Mappings, Konvertierungsdateien, wo ich Materialien und Querschnitte anpassen kann. Es gibt zum Beispiel einige Hersteller von CAD-Programmen, die haben immer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur eine C14-Festigkeit da drin. Da kann man dann das an unsere Materialnormen ganz gut anpassen. Und wir haben ja auch viel mehr normative Beschränkungen, die wir irgendwo berücksichtigen müssen. Jetzt Stichwort Leimholz ist jetzt gerade relativ neu, die EN 14080 draußen, die man drin hat. Das ist ja für ein CAD-Programm, muss man das nicht unbedingt so berücksichtigen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu berücksichtigen. Oder ich zeige das dann auch nochmal für die Querschnitte. Da haben wir das auch. Diese 140 voll, wenn wir jetzt hier nochmal auf SEMA zurückgehen,
wäre jetzt dieses Rundprofil hier, aber das als Vollkreis zu benutzen, ist jetzt nicht sinnvoll. Ich kann das mal kurz ausschneiden aus der Geschichte, lege ich das über Steuerung X in die Zwischenablage und speichere das mal, sage dann okay und wähle mir hier aus dem Webinar SEMA und wir hatten das Bauvorhaben 03. Die Geschichte, womit wollte ich anfangen? Mit den Hölzern in der Ebene. Sag jetzt hier öffnen. Importieren, jetzt kann ich direkt eine automatische Lastfallkombination machen dafür. Mache ich jetzt hier erstmal nicht. Gehe ich dann nachher bei dem Gesamtmodell nochmal drauf ein. Importieren wir das. Und wenn man sich jetzt hier die Stahlstütze, das ist jetzt erstmal das Stabmodell, was rübergekommen ist. Wie gesagt, ich führe die ganzen Geschichten nachher zusammen. Dann sieht man, dass das jetzt hier ein Vollkreisquerschnitt ist. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Von daher würde ich das nochmal neu machen. Über Datei importieren, SEMA, gehe hier nochmal rein. Nebenbei den Querschnitten diesmal diesen Querschnitt rein. 140 voll und habe mir jetzt hier bei uns schon ein analoges Profil aus unserer Datenbank rausgesucht. Kann ich auch nochmal kurz reingeben. Dass man es gesehen hat, da sehen Sie natürlich auch wieder hier, haben Sie dann die ganzen Möglichkeiten, Mannesmann-Profile und so weiter und so fort, das da rauszusuchen. Das ist ja insofern nicht relevant, wenn ich eine Ab- und Daten oder sowas schreiben möchte. Dann nehme ich mir die Datei nochmal, also wiederum in der Ebene, sage öffnen. Okay. Gut, das muss ich jetzt überschreiben, weil ich es eben schon abgelegt habe dafür. Und kann das jetzt hier, wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, okay, es ist das Profil, was Sie zurückbekommen, ist wesentlich sinnvoller. Okay, ich gehe erstmal nur auf das Werk ein. Das ist ja dieses Modell jetzt mit den Hölzern, wie gesagt, in der Ebene. Sehen Sie, wenn Sie das jetzt hier exzentrisch anschließen wollen, gibt es zum einen diese Möglichkeit, das über das über diese Exzentrizität im Programm zu machen oder halt eben, dass Sie hier die Hölzer, die Sparren selektieren und über Bearbeiten, Einstellung, eine Stabexzentrizität definieren. Dann können Sie sagen, okay, ich mache das von der Fette exzentrisch mit diesem Versatz. Dann sagen Sie, okay, okay, und dann sehen Sie, dass das also hier exzentrisch angeschlossen ist. Hat so den Vorteil, jetzt sehen Sie, passt das immer genau auf das Maß. Und wenn Sie jetzt diese Fette hier ändern, auf ein anderes Maß, haben wir in anderen Webinaren auch schon mal erläutert, ich zeige es trotzdem nochmal ganz kurz. Also sagen Sie hier, Stab bearbeiten. Und Sie nehmen jetzt mal einen relativ ja, unsinnigen Querschnitt, sagen wir mal ein Rechteck, 160 auf 900 dafür. Können wir das Profil jetzt so lassen, ist kein Problem. Dann sehen Sie, dass sich die Exzentrizität automatisch immer anpasst an das, was wir definiert haben. Okay, brauchen wir natürlich jetzt hier nicht. Das passt ja alles und ist auch so richtig rübergekommen aus dem Programm. Jetzt ist das natürlich hier oben noch alles biegesteif angeschlossen an das System. Das würde ich dann jetzt auch nochmal berücksichtigen, indem ich dann hier die mittleren Stäbe rausnehme, über Bearbeiten und sage dann hier, ich mache an den Stabanfang und ans Stabende eine Verschieblichkeit um Phi Y. Dann müssten Sie sich normalerweise jetzt hier die Stabachse einblenden lassen. Ich weiß aber, dass es hier in dem Fall um Phi Y ist. Und dann können Sie hier in der Stabexzentrizität wiederum festlegen, okay, eine neue Stabexzentrizität, ich möchte das auf die Fette exzentrisch anordnen und ich möchte, dass das Gelenk am Endknoten definiert ist für beide Seiten und dann sehen Sie, dass das jetzt hier gelenkig an die Fette angeschlossen ist. So, jetzt würde sich die statisch diese Fette oder mechanisch um ihre eigene Achse drehen, das kann ich jetzt dann verhindern, indem ich hier das Knotenlager bearbeite und sage, okay, um Phi X soll mir die Geschichte eingespannt sein. Das ist eine Möglichkeit, wie ich die Exzentrizität berücksichtige, hat so ein bisschen den Nachteil, es wird relativ schnell kinematisch, das System. Das muss man dann hier immer bei berücksichtigen, ist sicherlich eine realistischere Anwendung. Ich zeige gleich noch, wie man es anders machen kann bei dem anderen System. Nur kurz darauf eingehen, dass man sich dann hier
jetzt für dieses Dachtragwerk, das wäre halt auch im R-Stab möglich, schon eine Berechnung angucken könnte. Also man müsste natürlich jetzt noch weitere Lasten definieren, ist jetzt nur Eigengewicht da drauf und da jetzt nicht so sinnvoll, aber wenn man jetzt hier schon mal reingeht und sich das ein bisschen überspitzt anschaut, sieht man natürlich, okay, auf die Fäden die große Biegebeanspruchung, die ja sonst eigentlich im realen Modell auch untermauert ist, aber hier bilden sich kleine Stützmomente und kriegen durch den kleinen Hebelarm auch so ein Versatzmoment aus. Das sieht auf jeden Fall schon sehr realistisch, selbst bei diesen kleinen Lasten aus. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Okay, das wollen wir jetzt hier gar nicht nehmen, sondern wir möchten ja das direkt aus dem SEMA generierte Modell nehmen. Dann würden wir jetzt hier nochmal sagen, okay, importieren und nehmen jetzt eben nicht das in der Ebene, sondern dieses andere System mit den exzentrischen Anschlüssen. Auch nochmal hier anlegen. Okay, haben das hier generiert. Stahl, wie gesagt, mache ich in einer separaten Datei, die ich da definiert habe. Und wenn Sie dann hier reingehen, dann sehen Sie, dass hier die Exzentrizität definiert wurde. Jetzt ist natürlich hier auch das gleiche Problem. Das ist alles biegesteif angeschlossen da dran. Müssen wir auch nochmal Gedanken drüber machen. Dann sage ich hier, okay, ich mache mir daraus einen anderen Stabtyp, einen Starrstab und weise dem ein Gelenk zu. Das mache ich dann hier einfach über Selektion und sage, okay, diese Kopplung, die jetzt vom Programm dazwischen generiert wurde, selektiere ich mir hier eben raus, sage dann Stab bearbeiten und das soll jetzt ein Starrstab sein und ich mache am Stab Anfang, das brauche ich jetzt hier nur am Stab Anfang um 4y, weil ich das jetzt eben bei dem anderen Modell hatte ich das ja am Ende und am Anfang des Sparrens gemacht. Hier mache ich es ja jetzt für diesen Stab, von daher ja, mache ich es jetzt direkt dann hier oben drin. Auch da muss ich halt verhindern, dass es sich um diese Achse dreht, ist auch nochmal so eine kleine Kontrolle, dass das System auch so rechnet dafür, sagt, okay, eingespannt um 4x, pack mal einen ersten Lastfall, nur mit dem Eigengewicht da drauf, lass es mal rechnen, und es sollte identische Ergebnisse geben, ich habe natürlich den Sparren jetzt hier oben drauf gelenkig gelagert, aber irgendwo wichtig, irgendwo, dass man hier das kleine Stützmoment erhält und dass die Fette sich durchbiegt, okay, das passt. Ich möchte das ja nachher zusammenbasteln, von daher würde ich jetzt sowieso die Knotenlager nochmal löschen. Also hier, okay, Knotenlager löschen. Und speichere mir das und gehe jetzt rein und importiere mir dieses CLT-Modell. Kann ich auch machen über Datei importieren. Es ist aber auch genauso möglich, dass ich einfach hier reingehe und sage, ich mache das per Drag and Drop. Ist für alle Dateien genauso auch möglich, weil diese ganzen Mapping-Geschichten und so, das habe ich ja nun schon eben gezeigt. In dem Fall brauche ich die automatische Kombinatorik, kann ich also direkt schon aktivieren und wähle auch hier den EC5 mit deutschem Anhang aus. Gibt viele andere Normen, gibt auch spezielle Webinars dazu. Das wird in diesem Webinar jetzt nicht so ausführlich behandelt. Ich zeige es halt nur prinzipiell, was man damit machen kann. So, jetzt hat er schon hier ein paar Sachen. Okay, da zum Beispiel jetzt Türen, die auch im SEMA dahinter lagen, die habe ich jetzt eben gar nicht angezeigt. Die hat er natürlich jetzt nicht drin. Hier ist jetzt dieser Ausblick, den ich Ihnen geben wollte. Das ist also diese Conversion-Geschichte, diese IFC 2X3. Und dann sehen Sie, Sie haben hier einfach so einen Manager, wo Sie diese Geschichten sich angucken können. Und dann können Sie hier auswählen, okay, diese Putzflächen, die brauche ich sicherlich nicht, die können Sie erstmal ausschalten. Die Stäbe brauchen wir alle nicht. Genauso auch die Decken brauchen wir nicht. Und die restlichen Geschichten, also die ganzen Wände, die werde ich sicherlich irgendwo jetzt brauchen, weil darum geht es mir ja. Die kann ich jetzt hier selektieren und kann daraus ein analytisches Modell generieren über rechte Maustaste, kann sagen, okay, erzeugt mir zentrisch Flächen da drauf. Die Dicke braucht mich nicht interessieren, das Material braucht mich auch jetzt erstmal nicht interessieren, weil ich hierfür mit unserem Modul F-Laminat nachher Brettsperrholzsteifigkeiten generieren möchte. Sag also, okay, dann ist es direkt konvertiert in ein Flächenmodell. Sieht also so aus. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen das Problem, das Programm hat aus einem physikalischen CAD-Modell ein analytisches Modell mit Mittelachsen gemacht. Das haben wir bei den Stäben
über dieses Knotenmodell oder diese Stabexzentrizität berücksichtigt. Hier muss ich das manuell anpassen, ist aber relativ fix möglich dafür, dass ich also sage, okay, die führe ich jetzt alle über Knoten bearbeiten in Y auf einen Punkt drauf zu, also 3,10 Meter, sehen Sie, dann passt das hier dafür. Das gleiche würde ich dann an allen vier Raumseiten machen, also hier eben dann für die X-Achse, Steuerung C und Steuerung V und das gleiche dort einfügen, X, V und hier, das habe ich noch vergessen, also würde ich hier irgendwo den mittleren nehmen, es ist immer eine relativ kleine Exzentrizität, aber ich muss es halt verbinden dafür, weil ich das sonst eben, also ist es ja dann für die FEM-Berechnung, die wir dann nachher jetzt hier anstreben, eben nicht miteinander verbunden. X-Achse, okay, und hier nochmal, X-Achse, so, das wird es dann schon gewesen sein, beziehungsweise die eine Seite dort hinten habe ich, glaube ich, noch vergessen. Also hier X, genau, hier ist noch der Balkon nicht richtig angebunden. Achso, jetzt muss ich mir das Maß rausziehen. Also in der Y-Ebene die Geschichte arbeiten. Y, V, okay, gut. Dann ist das da. Hier kann ich das noch per Drag and Drop gerade rüberziehen. Das ist mir durchgegangen. Ist also genauso auch möglich. Ich muss das nicht über Knoten bearbeiten oder sowas machen. Okay, jetzt habe ich hier das statische System der Hauswände mir generiert. Wenn man jetzt natürlich hier so von der Seite drauf guckt, dann sieht man, es ist hier noch nicht verbunden. Das mache ich mir jetzt erstmal zunutze, bevor ich das zusammenführe, dass ich dann hier eine Ansicht definiere, sage dann hier, okay, neue Sichtbarkeit, das soll mein OG sein. Und dann würde ich das unten drunter als Sichtbarkeit EG bezeichnen. Und da kann ich immer zwischen den Sichtbarkeiten ein bisschen hin und her wechseln. Ist nachher ganz sinnvoll für das Dachtragwerk und alles da drauf zu setzen. Okay, das packe ich jetzt noch hier oben dran. Einfach über Verschieben kopieren. Und also von dem zu dem Punkt 20 cm, das ist genau die Dicke von der Deckenplatte, die sicherlich irgendwo aus bauphysikalischen Überlegungen raus so groß gewählt wurde. Und hier muss ich ja noch sagen, okay, eine Deckenplatte generell muss ich noch definieren, die segmentiere ich jetzt hier nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt andere Webinare, wo wir detailliert auf so eine Geschichten eingehen. Es ist jetzt hier nicht Thema, es gibt ein Webinar, das wird der Andreas Hörold nachher zeigen, wo wir auch die Steifigkeitsermittlung und alles in dem Modul RF-Laminat, was ich gleich noch vorstelle, vorführen. Da ist das jetzt relevanter. Hier gehen wir jetzt mal von einer kompletten Deckenscheibe aus, die so natürlich nicht unbedingt ausgeführt werden kann. Also zumindest im Brettsperrholzbau nicht. Okay, das packe ich hier drüber und jetzt packe ich mir Rechteckfläche. Ich habe ja eben schon gesagt, Material ist egal dafür. Das machen wir uns nachher selber. Das hier und die teilen wir doch noch. Das macht schon wirklich Sinn, dass man so. Jetzt haben wir wenigstens hier einzelne Felder, die man dann bemisst. Also das ist der Balkon irgendwo, der da draußen liegt. Und dann passt das schon ganz gut. Diese, Moment, nee, Sichtbarkeiten. Diese Deckenebene, die kann ich mir nochmal als extra Sichtbarkeit hier definieren. Sage also hier neue Sichtbarkeit Decke. Und dann habe ich die alle da drin. Das muss ich jetzt nochmal miteinander verschneiden. Einfach damit so als zusammenhängende Struktur da steht, so jetzt sieht man hier, das ist jetzt hier alles integriert in diese einzelnen Punkte. Da muss man darauf achten, oh, hier ist mir noch was durchgegangen. Den hatte ich auch noch vergessen. Ja, genau, und das ist natürlich dann unten drunter genauso. So, aber jetzt soll es das wohl gewesen sein.
Und als ersten Test kann ich dann schon mal hier die Lager drunter packen. Mache ich unverschieblich. Bodenplatte werden wir jetzt hier nicht behandeln in dem Webinar. Gibt sicherlich auch das ein oder andere Webinar bei uns dazu. Oder wir machen mal irgendwann demnächst mal eins, falls es fehlt. Betonbau ist jetzt für uns heute nicht so wichtig. Das ist noch, dann muss man noch beachten, dass man im Holzbau immer eine gelenkige Anwendung hat. Das ist jetzt hier irgendwo ein Stahlkörper, also wenn wir gerade noch irgendein Material dem hier zuweisen, das ist jetzt immer noch ein sogenanntes Nullmaterial. Das mache ich jetzt mal ganz bewusst als Stahl, damit ich nachher nicht vergesse, das umzuwandeln in eine Brettsperrholzfläche. Und auch die Flächendicken muss ich ihm hier jetzt nochmal bezeichnen, das war ja vorher eine Nullfläche. Sag hier bearbeiten, okay, 10 cm. Und dann packe ich hier einfach mal ein Liniengelenk drauf, über Einfügen, Modelldaten, Liniengelenke, grafisch zuordnen. Und dann machen wir dann, wie gesagt, nur dieses Momentengelenk um die Längsachse der Linien. Also man müsste sicherlich noch die Längssteifigkeit der Platten resultierend aus ihrem Verbindungsmittel, aus ihrem Anschlusssystem berücksichtigen. Machen wir auch nicht. Gibt es einen Blog von mir oder dem Herrn Rehm zu und auch ein extra Webinar. Okay, das passt jetzt aber schon ganz gut. Und jetzt kann ich mir hierfür mal die Schnittgrößen berechnen nur und einfach mal das FE-Netz generieren, nur um zu gucken, passt das soweit, was ich jetzt hier gemacht habe. Das FE-Netz sieht schon mal ganz okay aus dafür. Es ist sicherlich noch ein bisschen grob. Hier, das würde man wahrscheinlich jetzt nicht so lassen mit diesem Dreieck, aber soll jetzt hierfür erstmal genügen. Und dann fange ich an und packe noch das Dachtragwerk, was ich mir eben importiert habe, hier oben drauf. Das kann ich dann einfach hier über Steuerung C, Ctrl V einfügen auf das System. Bevor ich jetzt hier weitermache, generiere ich mir dafür auch nochmal eine Sichtbarkeit, nenne ich dann Dach. Und könnte dann jetzt auch gleich nur im Dach arbeiten und im OG. Mehr will ich mir jetzt eigentlich gar nicht angucken, weil jetzt hier habe ich ja auch wieder diese ganz kleine Verschiebung resultierend aus der Exzentrizität, die ich jetzt hier noch anpassen muss. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Kann ich mir dann rausmessen und über Verschieben, Kopieren oder Knoten bearbeiten, wie auch immer, kann ich dann hier sagen, okay, in der Y-Richtung verschiebe ich das um 4 cm nach rechts und um, ja gut, 3 mm nach oben. Die 3 mm könnte man sich vielleicht auch noch sparen. Achso, dann müsste man das hier nochmal verschneiden, dass es dann da auch zusammenhängt. Das schaut hierfür ganz gut aus, aber hierfür musste ich nochmal drüber gehen. Ja, gucke ich mir gleich nochmal an. Und an der rechten Traufe mache ich das analog. Sag dann auch, okay, verschieben, kopieren. Und in der Y-Richtung, in diesem Fall in positive Orientierung, 3,5 cm nach links und um 2 mm nach unten. So, auch nochmal verschneiden. So, wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann sieht man, dass hier noch so ein kleiner Spalt entsteht, der einfach auch resultierend aus der Brettsperrholzwand ist. Da die ja komplett aufgelagert ist, auf diese Wand noch entsprechend Druckkräfte einleiten soll. In diese Wand würde ich das jetzt hier nochmal hochziehen. Und das gleiche mache ich dann auch nochmal hier an der unteren Traufe. Sag da auch okay, hier das System. So. Und so. Und fertig. Okay. System generiert, können wir alles wieder einschalten dafür. Beziehungsweise jetzt müssen wir noch die Stahlgeschichten da reinpacken. Jetzt hier nochmal reingehen, würde sagen Datei, importieren, STP. Und da nehme ich jetzt halt dieses Modell
von eben her. Da brauche ich keine automatische Kombinatorik, weil das möchte ich ja nachher in dieses System einfügen. Ich habe jetzt hier also das Stahlsystem. Wie gesagt, die Holzgeschichten habe ich ja schon drin. Dies hier würde man jetzt mal rauslassen. Und packe mir das auch wieder in mein System rüber. Ne, beziehungsweise eine Sache könnte man noch machen. Diese hintere Stütze wäre jetzt sicherlich auch nicht so sinnvoll. Ich kann das ja direkt an diese Rückwand da anschrauben von der Garage, die da draußen ist. Wäre sicherlich noch ein bisschen wirtschaftlicher. Bräuchte man hier noch eine extra Stahlstütze da hinten hin. Und fügt mir das hier nochmal ein. Und sage hier auch wieder, okay, Ansichten, neue Ansicht, ja, Stahl. So, Stahl anzeigen. Und schieb mir das mal. Ah, das mache ich jetzt nicht. An den Punkt, also muss ich mir das EG noch anschalten. Nochmal kurz in die Z-Ebene. So. So, jetzt habe ich das hier drin. Muss ich auch noch miteinander verschneiden. Da sieht man den Verschneidungseffekt ganz gut. Also jetzt sehen Sie, das ist hier integriert in dem Moment, wo er hier halt den Knoten dafür gemacht hat. Die hintere Stütze liegt jetzt natürlich noch nicht richtig. Die müsste ich auch noch ein bisschen da reinschieben. Man sagt immer so 20 cm braucht man so mindestens, um den Durchstandsnachweis bei den Brettsperrholz-Geschichten da mal mindestens zu erfüllen. Da habe ich dann, okay, Knoten bearbeiten und der soll in der X-Richtung mit der Koordinate 9,80 Meter und in der Y-Richtung mit der Koordinate 6,50 Meter liegen. Dann ist das schon ganz gut. Da habe ich noch ein kleines Problem mit der Exzentrizität. Das ist dann auch hier in die Geschichte integriert ist, werde ich halt hier bei Z 3 Meter nehmen und einen Knotenlager natürlich noch drunter packen. Oh, nee, da nicht, einmal rückgängig, sondern es soll ja dorthin und dorthin. Okay, das kann ich mir jetzt auch nochmal anschauen, also Sichtbarkeitsmodus aufheben, was er mir jetzt hier generiert hat. Wie das ausschaut, ist zwar immer noch die Stahlhalle dafür, ist klar, aber einfach nur schon mal die Berechnung anschauen davon, was er dafür ausgibt. Also ich soll ja hier irgendwo genau da eine Durchbiegung erhalten und da auch rein aus dem Eigengewicht. Dann packe ich mir mal etwas Flächenlast auf das Dachtragwerk obendrauf. Also, das nicht, na, das nicht und der Stahl auch nicht. Also ich möchte jetzt eigentlich nur mit dem Dachtragwerk arbeiten. Das kann ich hier machen über Extras, Belastung generieren, mittels Ebene. Ja, muss jetzt nicht so viel sein, minus 1 kN pro Quadratmeter. Picken einfach mal die Knoten hier raus. Eigengewicht und Dachaufbau. So, okay. Okay. Ja, ist mir auch okay. So, jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt. Nicht minus, sondern positiv. Okay, drauf generiert. Und als weiteren Lastfall mache ich jetzt noch Schnee. Hier dadurch, dass ich vorne diese Klassifizierung gewählt habe, habe ich hier direkt die zugehörige Einwirkungsdauer anhand der Auswahl, die ich vorgenommen habe. Brauche ich mich also so jetzt nicht mehr drum zu kümmern. Gehe da nochmal rein, sage Extras, Belastung generieren, Schneelasten. Gibt es für verschiedene Länder, Amerika, Europa mit zig Anhängen. Genauso geht das auch für den Wind. Ich zeige das jetzt, wie gesagt, nur für dieses Dachtragwerk. Ah, da gehen wir mal ganz kurz zurück. Nee, doch, das passt alles. Also wir werden das, die Schneelast hier auch über den Dachüberhang definieren. Sagen, okay,
nochmal okay und dann ist die Schneelast generiert. Was man jetzt noch machen kann, ist okay, dass man irgendwo noch eine Flächenlast auf die Decke drauf bringt und sagt dann hier neuer Lastfall, Nutzlast für Wohngebäude, Klasse Lastenwirkungsdauer Mittel und als Flächenlast packen wir mal 2 kN pro Quadratmeter. Ah, auch wieder ein Bein gestellt. Okay, ist aber jetzt nicht so schlimm. So, und bearbeiten. Und Minus. Okay, so, dann passt das. Jetzt gehe ich dann schon damit noch in die Kombinatorik rein. Dient jetzt eigentlich nur Kontrollzwecken. Ich habe ja vorne so eine Automatik angeschaltet. Anhand dessen hat er mir direkt jetzt hier vorgeschlagen, soll ich den Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit führen. Ja, kann ich jetzt machen hierfür. Wobei jetzt Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit gehen wir jetzt heute nicht so drauf ein. Aber das, was wir generiert haben. So, dann sieht man das hier, sind die maßgebenden Lastfahrkombinationen nach Theorie erster Ordnung, dass ich jetzt hier keine Imperfektionen drauf definiert habe. Dafür generiert. Und dann kann ich jetzt aus diesem Stahlkörper, der jetzt hier immer noch besteht, ein Brett Sperrholz machen. Das würde ich dann mit dem Zusatzmodul Laminat machen. Auch auf die Gefahr, dass ich mich nochmal wiederhole. Das ist auch nur ganz begrenzt, was ich jetzt hier zeige. Ich würde also hier eine Ermittlung der Steifigkeit und eine Bemessung der Brettsperrholzplatten nach europäischer Norm machen. Wähle mir die Ergebnisumhüllende der Lastfahrkombination für den deutschen Anhang aus. Sag dann, okay, ich mache erstmal nur die Wände durchbelasten. Also sage ich, dass das und das und das, genau. Also die Decke lasse ich raus, pick mir das alles, sag okay, dann wähle ich mir hier einen Hersteller. Ja, gibt hier verschiedene Hersteller angelegt, die ich auswählen kann. Wählen jetzt hier mal den Hersteller Derrix dafür mit einem Wandelement. Wie gesagt, statische Beanspruchung ist sicherlich nicht so groß, irgendwo eine 90er oder eine 100er Platte sollte genügen dafür. Und dann kann ich hier noch einen neuen Fall anlegen, wo ich dann die Decke entsprechend mache. EG, OG nochmal raus. Und da kann ich mir dann die Steifigkeit fürs Deckentragwerk generieren. Wieder nehme ich den gleichen Hersteller, aber dann eben eine Deckenplatte. Und die ist sicherlich ein bisschen größer Beanspruchung. Sage ich mal, okay, nehme ich eine 17er Platte. Materialfestigkeiten so, das passt alles. Kann ich mal berechnen. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass ich jetzt hier Singularitätsstellen habe. Da kann ich schon mal gucken, was Sie so an Fragen gestellt haben. Okay, jetzt haben wir hier eine große Überanspruchung auf Tordierung und Schubverzerrung. In den Elementen ist jetzt hier oben in der Wandplatte, da kann man sich mal hier, das macht dann schon Sinn, in der Grafik mal zu schauen, wo liegt jetzt hier mein Problem. Und dann sieht man, okay, das ist hier an diesem Lasteintragungspunkt von der Wiegebeanspruchung des Sparrens. Ja, würde man jetzt sicherlich, da das ja als Einfeldträger konzipiert ist, so nicht machen, dass man das da hier so einleitet, würde man sicherlich eher nochmal ein bisschen tiefer ansetzen und man würde ansonsten auch ein bisschen größer über diesen Bereich hinwegglätten. Einfach, dass sich da nicht so eine großen Zwängungen auftun. Dann ist noch sinnvoll, dass man sich nochmal den Schichtenaufbau 2 für die Decke anschaut. Also dann hier Dach raus und OG auch mal raus. Und dann nochmal von oben drauf schauen. Und da sieht man auch, okay, hier habe ich eine Biegebeanspruchung, hier besitze ich einen Stützmoment aus an diesen Punkten mit der Spannung. Da bin ich auch mit der Auslastung auch immer noch ganz gut unterwegs, beziehungsweise da habe ich eigentlich bei dieser Decke eigentlich auch so gut wie keine Beanspruchung da drauf. Also Sie sehen jetzt hier irgendwo bei 30%, da sind wir schon noch ziemlich konservativ, wobei man vielleicht auch für den Schallschutz nochmal entsprechend Deckenstärke braucht. Okay.
Das soll es von meiner Seite her gewesen sein. Ich schaue mal ganz kurz, was hier für Fragen mittlerweile gestellt wurden, ob ich noch ein paar so beantworten kann. Der Herberg hat die meisten Fragen schon beantwortet. Ich glaube, das ist soweit alles beantwortet. Ansonsten können Sie uns natürlich auch eine Mail dazu schreiben und ich würde an den Herrn Hörold zurückgeben. Okay, vielen Dank, Bastian, für die Vorführung. Ja, der Bastian hat erwähnt, dass wir, ich zeige mal meinen Bildschirm vielleicht nochmal kurz auf unsere Webseite, hat ja einiges so im Ansatz gezeigt. Wir hatten schon einige Webinare zu den Themen Bemessung von Brettsperrholzplatten, was er jetzt nur so ansatzweise gezeigt hat, oder Bemessung von Holzkonstruktionen. Also Sie gehen einfach, wenn Sie da mal Interesse haben, sich so ein Webinar anzuschauen, auf unsere Webseite global.de, und dann einfach einzugeben, Webinar zum Beispiel Brettsperrholz. So, und dann erscheint dann in der Suche, also hier erstmal die allgemeine Webinarseite, und wenn Sie gleich zu diesem Webinar kommen wollen, Bemessung von Brettsperrholzplatten, also da geht es wirklich, glaube eine Dreiviertel oder eine ganze Stunde um Modellierung und Bemessung in RF Laminate von solchen Brettsperrholzplatten. Genauso gibt es auch Webinare zu überhaupt Holz, wenn man jetzt immer Webinar Holz eingibt. Dann sehen Sie hier zum Beispiel Holzanschlüsse, Datenaustausch mit Kettberg und so weiter, Holzbemessung nach Eurocode 5. Also wir haben schon sehr viele Webinare durchgeführt. Okay, das soll es auch von mir gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal beim Bastian und beim Markus Herbeck für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das Webinar. Würde mich freuen, Sie mal wieder bei einem Global-Webinar begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.